wie nimmt man ein Seil auf, beziehungsweise wie hat man auch die Möglichkeit, es zügig aufzunehmen. Die beste Möglichkeit, die ich kenne, ist folgende. Man greift das Seil, legt es hinter den Kopf, also in den Nacken, klemmt es jetzt hier mit der Hand ein, fixiert es dadurch, hält es dann hier fest und legt sich immer wechselweise hier um den Nacken. Die rechte Hand hält fest, die linke Hand hält fest. Und das Ganze kann man dann immer schneller machen. Und wenn man das so macht, da hat man das Seil relativ schnell aufgenommen. Indem man den Kopf ein bisschen runter senkt, hat man die Möglichkeit, auch noch einfacher das Seil sich in den Nacken legen zu können. Und so hat man relativ schnell ein 60 Meter Seil aufgenommen. Ist immer noch die Frage dann, was für ein Finish macht man. Ich möchte hier das Swiss Finish zeigen. Das macht man folgendermaßen. Man legt hier eine Schlaufe auf der einen Seite mit dem Restseil und dann geht man her und wickelt das Seil eigentlich in der Mitte, eigentlich um das Seil rum, um das Bündel, wo man hat. Wichtig hier dabei, das ist der größte Fehler, den man machen kann, man zieht es nicht richtig fest. Das heißt, man legt es hier rum, das erste Mal, zieht das Ganze richtig fest und tut es dann wirklich schön straff hier um das Seil wickeln. So 5-6 Windungen. Dann schiebt man es hier durchs Auge, das man vorher gelegt hat. Und jetzt weiß man ja nicht genau, was man ziehen soll. Aber dann kann man ja gleich einfach an den Strängen ziehen. Und sieht dann, ein Strang bewegt sich, das wird er sein, zieht hier fest. Er hat dadurch ein schönes, kompaktes Bündel, das man sich perfekt über den Rucksack legen kann. Oder auch, wenn man es in den Rucksack reinlegt, ist es einfach nicht so störrisch, wie wenn man das Seil doppelt aufnimmt. Alternativ kann man auch eine Puppe machen oder einen Seilrucksack. Dazu löse ich das Ganze wieder. Man braucht dazu mehr Restseil, also wirklich so ein, zwei Schlingen. Man nimmt das Seil wieder hier eigentlich in der Mitte. Da ist etwas zu viel Seil. Und dann fängt man an, das Seil eigentlich hier außen rum zu wickeln. Hierbei ist auch wichtig, dass man es schön anzieht. Man kann auch anfangen, wirklich das Seil zu drehen. Dann bindet man das mehrere Male außen rum. Und zum Schluss nimmt man das Ganze, schiebt hier eine Schlaufe oben drüber, zieht das Ganze hier an. Und man hat das Seil nicht ganz so kompakt wie beim Swiss Finish, aber auch relativ kompakt in der Länge zumindest, eigentlich zusammen. Möchte man jetzt das Seil aber als Rucksack aufnehmen, funktioniert es trotzdem auch in dieser Art und Weise. Das heißt, man muss das Seil nicht doppelt aufnehmen. Also von der Mitte auf. Ich mache das eigentlich nie, dass ich es von der Mitte aufnehme, weil so kann ich es jetzt eigentlich hinlegen und kann direkt losklettern. Das heißt, ich habe jetzt das eine Seilende hier. Ich muss kurz nach dem anderen Seilende suchen. Das habe ich hier drin. Jetzt gucke ich, dass ich hier das andere Seilende auch noch so ein, zwei Schlaufen hier rausnehme. Nehme jetzt beide Stränge
Mach genau die gleiche Seilpuppe wie gerade eben. Schau, dass ich schön fest anziehe hier. Wickelst drei, viermal außenrum. Nimm wieder die Schlaufe durch und leg die Schlaufe wieder oben drüber. Zieh das Ganze an. Hab eigentlich die gleiche Seilpuppe wie vorher. Nur jetzt habe ich zwei Seilenden. Und die zwei Seilenden nutze ich eigentlich, um mir das Seil umzuhängen. Jetzt gehe ich her, nehme das Ganze nach hinten, unterhalb vom Seil, überkreuze die Seile, bringe die Seile nach vorne, nehme das Seil am besten nochmal hinten rum, diesmal über das Seil drüber, gehe wieder nach vorne und verknote hier eigentlich die Seilenden. Wenn man da noch Restseil hat, es ist manchmal relativ nervig, deswegen empfiehlt sich das wirklich einmal sauber zu verstauen. Man kann es entweder abknoten und einfach hängen lassen oder man darf sich was anderes Kreatives ausdenken. Und damit ist man eigentlich relativ gut unterwegs, es hängt nicht weit runter und man kann damit wirklich auch dann irgendwo hochklettern. Und hat es jederzeit eigentlich dann parat.